Hallo ihr Lieben, ich bin's, die Feli von Happy Hippocampus. Denkst du dir in deinem Medizinstudium auch manchmal, wie um alles in der Welt soll ich das bitte alles in meinen Kopf bekommen? Wie soll ich das alles schaffen? Das geht doch gar nicht. Dann kann ich dir sagen, du bist nicht allein, willkommen im Club und du bist hier in diesem Video genau richtig, denn ich gebe dir jetzt meine Ideen und meine besten Tipps, damit du den Lernstoff in deinem Medizinstudium bewältigen kannst. Los geht's! Der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, du musst nicht alles können. Auch wenn es manchmal den Anschein hat, wenn gefühlt alle Profs das von dir erwarten und ja, wenn du selber glaubst, dass du alles auf dem Kasten haben musst. Das stimmt überhaupt nicht. Du musst gar nicht alles wissen. Und ich glaube, es geht auch gar nicht bei dieser Menge an Stoff, den man im Medizinstudium einfach zu lernen hat. Und ja, wenn du dir das bewusst machst, dann kann das schon mal zu einer Erleichterung bei dir führen, denn du musst nicht alles perfekt drauf haben. Es reicht eigentlich, wenn du ja das Grobe verstanden hast und dann eben die am häufigsten gefragten Sachen kannst. In den Klausuren, in der Vorklinik, da gibt es ja in der Regel nicht mal Noten drauf. Das geht ja dann erst los im Physikum. Im Physikum gibt es eine Note und dann im zweiten und dritten Staatsexamen. Und in den Klausuren vorher, das interessiert eigentlich überhaupt keinen, wie viel Prozent du da richtig hattest. Und ja, mach dir das mal bewusst und schraub vielleicht deine Ansprüche an dich selber ein bisschen herunter. Und das kann schon viel Stress und Druck rausnehmen. Und ja, wenn du Ambitionen hast, dass du eine 2 oder eine 1 schaffen möchtest, zum Beispiel im Physikum, dann kann ich dir auch sagen, selbst um eine 1 zu schaffen, musst du nicht alles wissen. Also selbst wenn du nicht alles weißt, dann kannst du trotzdem eine 1 bekommen und eine 2 allemal. Die zweite Sache, die ich dir heute mitgeben möchte, ist, du musst ja nicht alles auf einmal lernen und das geht ja auch gar nicht. Vielleicht hast du jetzt gerade so einen Haufen im Kopf, was du alles können musst für die anstehende Klausurenphase oder was du alles lernen musst in dem Semester, das jetzt kommt oder was du alles im Physikum parat haben musst. Und in deinem Kopf, da sieht das jetzt riesig aus. Du siehst die ganzen Fächer und dicken Wälzer und denkst dir, wie soll ich alles hier reinbekommen? Aber du musst es ja gar nicht alles auf einmal lernen. Und was ich dir da empfehle ist, mache einfach jeden Tag, was du kannst und sei präsent damit. Und verliere dich nicht so in diesem, oh Gott, so viel noch. Und ich habe mir damals dann immer selber gesagt, ja, ich mache einfach, was geht und das muss dann einfach reichen. Bei dir ist es genauso. Und es ist ein Weg. Es sind einfach mehrere Schritte, bis du dann immer mehr Wissen in deinem Kopf hast. Also es geht Schritt für Schritt für Schritt. Und versuch, wenn du vielleicht jetzt gerade innerlich irgendwie Panik schiebst, weil du so viel lernen musst. Also ich verstehe das, ich kenne das genauso, mir ging das genauso. Aber wenn es dir jetzt gerade so geht, dann versuch einfach mal ins Jetzt zu kommen, zum heutigen Tag, schau, okay, was habe ich mir für heute vorgenommen, was kann ich jetzt heute tun? Und das war's. Mehr Gedanken musst du dir gar nicht machen. Heute genügt. Was dir da auch helfen kann, eine Sicherheit zu bekommen, eine Sicherheit, dass du alles abgedeckt hast, in Anführungsstrichen, und alles zumindest mal gesehen hast, mal gelernt hast, das kann ein Lernplan sein. Vielleicht hilft dir das. Du kannst dir zum Beispiel für die Klausurenphase während der Semester einen Lernplan schreiben, wo du dir dann aufschreibst, da lerne ich das Thema, da lerne ich das Thema. Und fürs Physikum empfiehlt sich das vielleicht auch. Also ich habe es damals nicht gemacht. Ich habe die Zeit dann gleich ins Lernen investiert. Mich hätte das irgendwie nur noch verrückter gemacht. Und ja, schau einfach, was da für dich passt. Es gibt ja auch einige Lernpläne im Internet, wo Schemata vorgeschlagen sind, in welcher Reihenfolge man die Fächer gut lernen kann. Und daran kannst du dich ja auch so ein bisschen orientieren. Und dann kannst du dir einen Lernplan schreiben und dann siehst du schon mal auf dem Papier, dass es möglich ist, sozusagen diesen ganzen Lernstoff in den Kopf zu bekommen. Weil du siehst ja, ah ja, da habe ich das geplant, das geplant, das geplant. Und wichtig dabei ist es natürlich nicht,
dir zu viel aufzuladen für die einzelnen Tage, weil dann macht das Ganze natürlich keinen Sinn. Schau lieber, dass du lieber kleinere Häppchen dir jeden Tag reinpackst, sozusagen, die du dann aber auch sicher ja, absolvieren kannst, sozusagen, die du sicher bewältigen kannst, weil das motiviert dich dann natürlich selber viel mehr, als wenn du, ja, wenn du jeden Tag dein Lernpensum nicht schaffst. Genau, also deshalb lieber kleine Häppchen und dann hast du ja mit größerer Wahrscheinlichkeit mehr Erfolgserlebnisse, weil du siehst, ach cool, ich bin schon fertig heute mit meinem Lernpensum. Jetzt kann ich sogar noch zusätzlich was lernen, wenn ich mag. So, jetzt werde ich mal ein bisschen konkreter. Schauen wir uns erstmal an in den einzelnen Semestern für die Klausuren. Wie kannst du da lernen? Wie kannst du da den Lernstoff bewältigen? Und ja, die eine Möglichkeit ist, die ich auch sinnvoll finde, die ich dir empfehle, dass du während des Semesters schon mal immer so ein bisschen mitlernst, so ein paar Häppchen. Es muss gar nicht so mega intensiv sein, aber schau einfach, dass du den Stoff, der so durchgenommen wird in den Praktika und in den Vorlesungen, dass du den vielleicht schon mal gelernt hast, dass du den verstanden hast und dass du dir für deinen Lernstoff Gedächtnispaläste baust, schon mal während des Semesters, gerade wenn du vielleicht anfängst mit Gedächtnispalästen zu lernen. Okay, ich erkläre noch mal ganz kurz, was sind Gedächtnispaläste, von was spreche ich jetzt? Gedächtnispaläste sind Räume, da kannst du deine eigenen Räume nehmen, zum Beispiel deine Wohnung, die Wohnung von einem Freund, einen Laden, ein Geschäft in der Stadt, die Sporthalle. Und in diesen Räumen legst du dann dein Wissen in Form von Bildern ab. So kannst du dir zum Beispiel die einzelnen Kreisläufe in Biochemie ablegen oder in Anatomie die Abgänge der Arterien, der Nerven. Oder aber du legst dir Formeln ab für Physik. Also was du möchtest, da kannst du alles ablegen. Und ja, also wenn du es noch nicht kennst, schau auf jeden Fall in unseren Kanal, schau dir die Videos an, wo ich erkläre, wie du dir Gedächtnispaläste bauen kannst fürs Medizinstudium. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Du wirst viel, viel effektiver lernen. Du wirst die Sachen nicht so schnell vergessen und du wirst sie schneller ins Langzeitgedächtnis bekommen. Wenn dir es zu viel Aufwand ist, Gedächtnispaläste selber zu bauen, dann schau gerne bei unseren Lernpaketen vorbei, www.happyhippocampus.com. Wir bauen nämlich optimierte Gedächtnispaläste und Eselsbrücken und verpacken das dann als Merkvideos. Also schau da auf jeden Fall vorbei. Wir nehmen dir eine Menge Arbeit ab. So, was wollte ich jetzt aber eigentlich sagen? Also, angenommen, du baust selber Gedächtnispaläste und bist da vielleicht auch noch am Anfang, bist ein bisschen ungeübt, dann dauert es natürlich länger am Anfang, um solche Gedächtnispaläste zu erstellen. Und ja, wenn du mit Gedächtnispalästen lernen möchtest, dann empfehle ich dir, die schon während des Semesters zu bauen und nicht erst kurz vor den Klausuren. Weil gerade wenn du noch nicht geübt bist, da kann es dann natürlich ja ein bisschen eng zeitlich werden und es kann sein, dass du dann eben nicht mehr deinen ganzen Lernstoff schön in die Paläste verpacken kannst. Und deshalb würde ich das Ganze schon früher machen. Ich würde mir die Gedächtnispaläste aufschreiben, sodass du sie dann vor den Klausuren nur noch mal wiederholen musst. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass du dir das ganze Wissen, das du für die Klausuren parat haben musst, erst kurz vor den Klausuren reinknallst. So haben das bei mir auch viele gemacht. Ich auch. Ich habe es auch öfter gemacht. Und ja, klar, das kannst du auch machen, wenn du nicht den Anspruch hast oder wenn, ja, wenn du nicht den Anspruch hast, alles wirklich drauf zu haben. Und wenn es vielleicht Fächer sind, die dich eh nicht so interessieren. Wenn du den Lernstoff aber wirklich beherrschen möchtest, wenn dich das interessiert, wenn du das für später drauf haben möchtest, dann würde ich dir das nicht empfehlen, weil dieses Bulimie-Lernen, also rein mit dem Lernstoff in der Klausur wieder auskotzen, das ist ja meistens nicht so nachhaltig. Also da wirst du ein paar Tage später wahrscheinlich das Wenigste nur noch wissen von dem, was du gelernt hast. Und ja, aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und es funktioniert gerade, wenn du mit Altklausuren lernst. In manchen Fächern ist es ja so, da werden fast ausschließlich Altfragen gelernt. Und da kannst du dann natürlich deinen Vorteil aus den Altklausuren ziehen. So, als nächstes schauen wir uns mal an, wie es denn in der Lernphase fürs Physikum aussieht.
Wenn du jetzt während der Semester, also im ersten, zweiten, dritten und vierten Semester, schon gut mitgelernt hast, wenn du den Stoff schon mal drauf hattest und wenn du im Idealfall schon fertige Gedächtnispaläste hast, beziehungsweise wenn du mit unseren gelernt hast, dann ist es natürlich weit weniger Aufwand, als wenn du alles praktisch neu lernen musst fürs Physikum. Ja, wie gesagt, ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen, mit Gedächtnispalästen zu lernen, denn dann kannst du viele Sachen, die du auswendig lernen musst, einfach schnell wiederholen, indem du dir deine Aufzeichnungen nochmal rausholst, wo du dir deine Gedächtnispaläste aufgeschrieben hast, oder indem du kurz nochmal unsere Videos anguckst oder die Übersichten für die Gedächtnispaläste nochmal kurz durchgehst. Und dann hast du innerhalb von kürzester Zeit das ganze Wissen wieder parat und aktiviert. Und dadurch brauchst du natürlich viel weniger Zeit, als wenn du alles nochmal neu lernst. Es gibt natürlich auch einige Sachen, die man verstehen muss, wo ich jetzt nicht empfehlen würde, dass man sich die einfach reinkloppt oder wo es einfach gar nicht geht. In Chemie oder in Physiologie, wo man einfach logisch Zusammenhänge verstehen muss. Und dafür wirst du natürlich trotzdem Zeit brauchen. Also es wird trotzdem einige Zeit brauchen, die du investieren darfst vor deinem Physikum fürs Lernen. Und mit Hilfe von Gedächtnistechniken bin ich mir sicher, wirst du deinen Lernstoff aber leichter, um einiges leichter bewältigen können. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, und wie soll ich jetzt konkret rangehen? Wie soll ich das alles schaffen? Anatomie, Biochemie, Physiologie, dann noch die kleinen Fächer, Psychologie. Und ja, auch da, wenn es dir hilft, kannst du dir einen Lernplan machen. Dann siehst du schon mal auf dem Papier, aha, okay, so funktioniert es. Ich gehe das jetzt einfach durch, ich muss gar nicht überlegen. Ich schaue mir jeden Tag an, was ich lerne und dann klappt das. Nichtsdestotrotz wirst du natürlich viel Zeit vor dem Physikum ins Lernen investieren müssen. Und wie viel genau das ist, das hängt von so vielen Faktoren ab. Also das hängt davon ab, wie gut und wie leicht du von Natur aus lernst. Wenn du jetzt jemand bist, der sich die Sachen durchliest und sofort weiß, dann wirst du natürlich mehr Zeit brauchen als jemand anderes, dem das nicht so leicht fällt. Es hängt davon ab, wie gut du die Inhalte schon gelernt hast während des Semesters oder ob du sie eben nochmal komplett neu lernen musst. Und es hängt natürlich davon ab, mit welchen Techniken du lernst. Also ob du Techniken verwendest, wie Gedächtnispaläste oder eben nicht. Und natürlich hängt es auch von deinem Anspruch ab. Welchen Anspruch hast du ans Physikum? Willst du nur durchkommen? Willst du irgendwie bestehen? Oder möchtest du eine bestimmte Note? Möchtest du eine 2 oder gar eine 1? Und wenn dein Ziel eine 1 ist, kann ich dir sagen, dass du natürlich viel mehr Lernzeit reinstecken musst, als wenn du jetzt zum Beispiel mit einer 2 zufrieden wärst. Also überleg dir das einfach. Mach dir das bewusst und fang nicht einfach an, blind zu lernen, weil vielleicht passt es dann überhaupt nicht mit dem zusammen, was du eigentlich erreichen möchtest. Vielleicht lernst du dann gar nicht so, wie es deinem Ziel entsprechen würde. Vielleicht wärst du ja zufrieden mit 80%, also mit einer 2 im Physikum, und lernst aber 10 Stunden am Tag und gönnst dir überhaupt keine Pause. Das steht ja dann nicht in Relation. Und ja, ich habe es damals so gemacht, ich habe zu Beginn meiner Physikumsvorbereitung vielleicht jeden Tag circa 5 Stunden investiert und habe das danach nach und nach noch aufgestockt, diese Lernzeit. Und also ich sag dir, es war nicht das Entspannteste. Es war echt ein ordentliches Pensum und ja, überleg dir das gut, wie du das möchtest und was dir gut tut. Also du siehst, es hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, auf welche Weise du den Lernstoff in deinem Medizinstudium bewältigst. Wenn du das Gefühl hast, es wächst dir jetzt aber irgendwie immer noch alles über den Kopf, du fühlst dich immer noch irgendwie nicht besser, dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, sowas umzusetzen wie Entspannungstechniken, mach Meditation, mach autogenes Training, geh spazieren, such irgendwas, was dich wieder runterholt. Und so kannst du nämlich dann auch viel konzentrierter und viel klarer rangehen ans Lernen, als wenn du ständig in dieser Angst bist und denkst, dass du das alles nicht schaffst. Und wenn du jemanden haben möchtest, der dich an die Hand nimmt, dann schreib uns sehr, sehr gerne eine Nachricht. Wir machen persönliches Lerncoaching. Du kannst auf unserer Homepage schauen, www.happyhippocampus.com. Da
kannst du uns anschreiben und wir geben dir dann ein persönliches Coaching. Da kannst du uns anschreiben und dich für ein Coaching bewerben. Außerdem geben wir immer mal Lernworkshops, wo wir dir die besten Gedächtnistechniken wirklich an die Hand geben, anhand von praktischen Beispielen einüben, sodass du dann im Anschluss zu Hause die Gedächtnistechniken selbst anwenden kannst. Ich hoffe, dieses Video hat dir ein wenig weitergeholfen und dir Mut gemacht. Und ich kann es nur nochmal sagen, du schaffst es, auch wenn es manchmal nicht den Anschein hat, wenn es manchmal nicht so aussieht und wenn es einen manchmal gefühlt alles ja, überrumpelt und überfordert und du bist nicht allein. Ich glaube, jedem Medizinstudenten geht es mal so. Und ja, wenn du Hilfe brauchst, schreib uns an, wir sind für dich da und ich bin in Gedanken bei dir. Wenn dir dieses Video weitergeholfen hat, dann lass gerne ein Like da, abonniere unseren Kanal und drück auf das Glöckchen, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn wir neue Videos hochladen. Folg uns außerdem gerne auf Instagram und kommentiere unter dem heutigen Post, was dir dieses Video gebracht hat und natürlich kannst du uns da auch Fragen stellen, wenn noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind. Ich wünsche dir jetzt alles Gute und drück dir die Daumen für dein Studium. Mach's gut und bis bald. Ciao!